Für mich ist es sonnenklar. 2023 wird das Jahr der absolut authentischen Frau in ihrem Divine Design. Und zwar ohne Entschuldigungen, ohne Ausreden, ohne irgendwelche Gründe zu sagen, nein, ich bin's nicht. Ich bin's nicht, ich war's nicht, ich werd's niemals sein. Das sind alles verdammte Lügen. Das Göttinnenprinzip. Das Göttinnenprinzip, das möchte ich nochmal ganz klarstellen. Eine Göttin ist eine Frau, die sich ihrer Kraft, ihrer energetischen inneren Kraft absolut 100% bewusst ist, die sich ihrer Schöpferkraft absolut 100% bewusst ist. Eine Göttin ist eine Frau, die weiß, wie das Leben funktioniert, die weiß, wie Manifestation und Kreation funktioniert. Eine Göttin ist eine Frau, die sich nicht vom Außen irritieren lässt. Die weiß, dass ihre Welt, ihre Vorstellung, ihre innere Welt der absolute Motor, der Ausgangspunkt, die Quelle dessen ist, was sie im Außen sieht. Und eine Göttin weiß, wie dieses Prinzip funktioniert. Und deswegen muss sie nichts Spezielles tun. Eine Göttin muss nichts Spezielles machen. Eine Göttin muss nichts Spezielles darstellen, was sie nicht im Innen ist. Sondern die ganze göttliche Arbeit einer Göttin ist in ihrer inneren Welt, in ihrer inneren Vorstellungskraft. Und sie weiß, dass wenn diese Energie in ihr, diese Vorstellung über sich und über die Welt da draußen stabil ist, absolut 100% stabil ist, dann weiß sie, dass ihr nichts passieren kann. Das heißt, Horrormärchen über andere Menschen, Horrormärchen über die Welt, über die Weltwirtschaftslage, Horrormärchen nach irgendeiner Diagnose schmeißen eine Göttin nicht um, weil sie sich bewusst ist, dass sie alleine das Zepter in der Hand hält, um die Situation zu verändern. Das ist so eine krasse Power, das ist so eine krasse Stabilität. Wenn wir so Menschen treffen, die in sich so klar und so stabil sind, dann haben wir manchmal Angst, wenn wir selber nicht um diese Prinzipien wissen, wenn wir selber nicht darum wissen, warum diese Frau so stabil ist. Weil wenn wir darum nicht wissen, dann haben wir Rückschlüsse wie, die ist herzlos, die ist arrogant, die ist überheblich. Ja, es kennt ihr, ihr habt alle schon Frauen getroffen, wo ihr gedacht habt, scheiße, die ist arrogant, die ist überheblich, die ist herzlos, wie kann sie das machen? Und darum geht es nicht, weil wenn du so einer Energie begegnest und sie so bewertest, dann weißt du, scheiße, diese Bewertung erlaubt mir nicht, in meine göttliche Power einzutreten, in mein göttliches Sein. Wenn ich, solange ich ein göttliches Sein, ein erhabenes Sein über Probleme, über das Außen, über Paradigmen, über Geschwätz, über bla bla bla, wenn ich diesen Seinszustand, der sich nicht beirren lässt, als arrogant, überheblich oder herzlos beurteile, dann weiß ich, dass ich diesen Zustand ablehne. Ich lehne es ab, göttlich zu sein. Ich lehne es ab, in meiner Power zu sein. Ich lehne es ab, wirklich in meine Stärke zu kommen. Und viele Spirituelle sagen dann, die hat Angst vor ihrer eigenen Stärke. Oder ich habe Angst vor meiner eigenen Stärke.
Das bedeutet nur, dass du Angst hast, dass Stärke negativ, abweisend, einsam sein könnte. Aber die wahre Stärke, die wahrhaftige Stärke, das ist eine energetische Ausstrahlung, eine energetische Stabilität, die dich nicht beängstigen kann, wenn du darum weißt, wie sie hergestellt wird und wie sie wirkt. Weil du hast nur Angst vor Dingen, die dir im Außen begegnen könnten, wenn du plötzlich stark bist. Zum Beispiel die Angst, es hilft mir keiner. Zum Beispiel die Angst oder die Vorstellung, Männer mögen keine starken Frauen, Männer haben Angst vor starken Frauen. Aber hier sage ich dir, wovor, was abstoßend wirkt bei sogenannten pseudostarken Frauen. Das ist eben dieses Pseudo, das ist dieses Aufgesetzte, das ist diese äußere Wand, das ist diese äußere Stärke-Demonstration und innen drin ist ein instabiler, ängstlicher, schwacher Kern. Und genau das Pseudo, nach außen stark sein und innen emotional nicht stabil, emotional wankelmütig, wankelmütig in seinen eigenen Gedanken und Vorstellungen, wankelmütig darin, was du glaubst, was für dich möglich ist und vor allem wankelmütig in deiner Personality, wer du glaubst, wer du wirklich bist, wer du sein kannst. Und diese Disharmonie, diese Dissonanz, sich nach außen irgendwo darzustellen oder versuchen, jemand zu sein, den du im Inneren nicht spürst, das ist abstoßend. Das ist genau das Abstoßende. Aber wenn du dieses Göttinnenprinzip und dieses Selbstkonzept einer Göttin verstanden und dementsprechend verinnerlicht hast, dann geht es genau darum, dass du Räume eröffnest, dass du energetisch Räume füllst mit deinem Seinszustand. Und dein Seinszustand kommt daher, dass du genau das denkst, was du sein willst und was du im Außen siehst, bevor es im Außen objektiv für alle Menschen sichtbar ist. Und das braucht eine Überheblichkeit, das braucht eine unbeeindruckte Haltung, in der du standhaft bist und in der du wirklich das zeigst und bist, wer du wirklich in Wahrheit in deiner inneren Stabilität bist. Und hierzu möchte ich dir wirklich sagen, es lohnt sich, dieses Prinzip zu verstehen, alles, was du darüber gelernt hast, mal abzulegen, alle Vorurteile, die du hast, wenn du sagst, oh, die Frau, die ist eine Göttin oder ich will keine Göttin sein, ich will nicht vergöttert werden. Das ist wirklich so, so wichtig für dich, dass du verstehst, dass es nicht um das geht, was du beigebracht bekommen hast, was eine Göttin ist. Ich habe gestern übrigens hier mal noch von der Doreen Virtue kurz mir zurechtgelegt, diese Karten. Und zwar, es gibt so viele Göttinnen und hier wurde jeder Göttin wurde eine Meinung und eine Bedeutung hinzugefügt. Und das sind Sachen, die hat sich jemand zusammengedacht. Irgendwann mal, vielleicht vor ganz, ganz, ganz langer Zeit in der griechischen Mythologie, in der ägyptischen Mythologie, in allen Mythologien, wo es Göttinnen gibt, die haben aus der Ausstrahlung einer Frau, die stabil war, die klar war, eine Bedeutung gegeben und ihr einen Namen gegeben, sie beschrieben, ja? Und es war einfach nur eine innere Haltung einer stabilen Frau, die sich über ihr das energetische Prinzip bewusst war, über ihre Schöpferkraft bewusst war
und sich davon nicht hat abbringen lassen. Hier zum Beispiel Dana, die hohe Priesterin. Ja? Du verfügst über göttliches Wissen, das anderen helfen kann, wenn du es weitergibst. Diese Dana ist einfach nur ein Aspekt von jemandem, der wirklich weiß, wie die Energetics der Schöpfung, der Manifestation, des von innen nach außen funktionieren. Und dieses göttliche Wissen hat eben jeder, dieses Wissen, wenn wir das freilegen von all dem, was wir mal gehört und gesehen haben, all meine Coachings, die sind göttliches Wissen. Dieses Wissen hat jeder, das hat nicht nur ich. Nur ich habe mir die Sicht frei gemacht, ich habe mich freigeschaufelt und ich kann genau diese Sachen empfangen, die gerade wichtig sind. An Wahrheit, an Wahrhaftigkeit. Und das ist eine Sache, die wichtig ist, dass du weißt, dass jeder weiß, dass wir über göttliches Wissen verfolgen und anderen helfen können, um das weiterzugeben. Dazu muss ich aber nicht Dana sein, da muss ich nicht an Dana glauben, sondern einfach an diesen Aspekt, den Dana hier verkörpert. Verstehst du? Dann das Nächste. Was haben wir hier? Eine, die wir alle kennen, das sind verschiedene Abundantia. Übrigens, meine Schwiegermutter heißt Abundanza. Ich sage immer, dass es der tollste Name auf Gottes Erdboden ist, weil es steht für Wohlstand. Wohlstand. Das Universum schüttet sein Füllhorn über dich aus. Sei offen, um es zu empfangen. Das Universum ist das Potenzial, es ist das der energetische, uneingeschränkte Raum, aus dem wir schöpfen können. Neville Goddard sagt, die Schöpfung ist schon abgeschlossen. Also es ist alles schon per se erschaffen. Wir müssen quasi nur herausschöpfen. Und den Zugang zu diesem Raum bekommen wir nur, wenn wir frei sind von allen Einschränkungen, wenn wir es verstehen, auf energetische Art und Weise uns unser Leben zu betrachten. Was heißt das? Dieser Raum der Schöpfung, des Wohlstandes, des Universums ist da. So, alles ist da. Nur wer und wo bin ich? Und wir sind alles so erzogen worden, dass wir in Abhängigkeiten sind, in Bedingungen denken und Rückschlüsse machen, die sagen, es ist mangelhaft, Mangel ist da, obwohl es nicht wahr ist. Und wenn dein Kopf und dein Verstand es begreifen kann, dann denkst du in diesen uneingeschränkten energetischen Potenzial, die durch deine Energie zu einem Objekt werden. So wird deine Vorstellung, die du von Geld hast oder von Wohlstand hast zum Beispiel, wird objektifiziert in deiner Realität. Das heißt, mit deinem Bankkonto, das heißt, mit allem, was für dich Wohlstand bedeutet, was du da siehst, das kommt aus dir heraus. Und solange du Wohlstand oder Geld oder Reichtum irgendwo in einen Kontext bringst, der negativ ist, wird sich Geld, Reichtum und Wohlstand dir in einer negativen Art und Weise zeigen. Aber eine Göttin, Abundanza, die versteht das. Die sagt nicht, der Ursprung alles Übels ist im Geld. Reiche Leute machen schlechte Sachen mit ihrem Geld, reiche Leute sind bösartig und so weiter. Das sagt Abundanza nicht. Abundanza steht da und wenn sie trotz Übel sieht oder Dinge, die mit Geld gemacht werden, die nicht ethisch oder liebevoll sind, das sagt Abundanza und ich muss noch mehr Kraft in liebevollen Wohlstand legen, damit ich ihn sehen kann. Ich muss noch mehr wirken, damit auf dieser Welt
die Liebe im Wohlstand deutlich wird und nicht das Böse im Wohlstand deutlich wird. Ich bin gefragt, sagt Abundanza. Und genauso ist dieser Abundante, dieser Fülle-Teil, dieser wohlständige Teil, diese Abundanza wohnt in jeder Frau. Nur, wie findest du Abundanza? Was hast du für eine Beziehung zu Abundanza? Wie stehst du zu Abundanza? Ja? Findest du, Abundanza ist irgendeine Göttin außerhalb von dir und sagst, toll Abundanza, schön, dass für dich Wohlstand führt? Oder sagst du, ich aktiviere die Abundanza in mir, weil ich weiß, diese ganzen Karten zeigen nur irgendwelche Ansichten von dem göttlichen Prinzip. Ja? Und jetzt hole ich dir nochmal eine Ansicht vom göttlichen Prinzip. Pele, göttliche Leidenschaft. Auf Englisch würde es Passion heißen. Das gefällt mir viel besser, dieses Wort Passion. Weil Leidenschaft auf Deutsch ist etwas, was Leidenschaft. Aber Passion schafft kein Leiden. Passion schafft Begeisterung. Und auch hier siehst du mal wieder diese falsche Sichtweise, die wir in unserem Sprachgebrauch haben, zu Passion, weil man davon ausgeht, wenn ich zu viel Begeisterung für etwas habe, dann schafft mir das Leiden, weil ich enttäuscht werde. Pele glaubt das nicht. Pele glaubt was ganz anderes. Sei aufrichtig dir selbst gegenüber. Was ist dein Herzenswunsch? Und dein Herzenswunsch schafft kein Leiden. Leiden schafft er nur, wenn du davon ausgehst, dass dein Herzenswunsch für dich in Abwesenheit bleibt. Dann leidest du, weil du danach sehnst. Du sehnst dich nach deinem Herzenswunsch. Deine Passion, deine Begeisterung wird enttäuscht, solange du der Meinung bist, dass du eben nicht Pele in dir hast, diese Leidenschaft, diese göttliche Leidenschaft, sondern dass du diese Leidenschaft, die Leidenschaft in dir trägt, also die Leiden erschafft, dann bist du auf dem Holzweg. Dann hast du einen ungöttlichen Mindset. Dann verstehst du die Energetics nicht hinter Göttlichkeit. Die Energetics hinter Göttlichkeit ist maximale Fülle, maximale Passion, maximale Begeisterung, maximale Energy. So, suchen wir noch eine. Ich möchte, dass du das verstehst und wer diese Göttinnenkarten hat von der Doreen Virtue, dieses Göttinnenorakel, wenn du das nutzt unter diesem Aspekt, dann kann dich das total geil inspirieren und du kannst immer fragen, wo habe ich diesen göttlichen Aspekt noch nicht in mich integriert? Mit welchen Denkmustern und Überzeugungen trenne ich mich noch von diesem göttlichen Aspekt? Wo ist hier noch die Ablehnung von mir da, weil ich das nicht will, weil ich irgendeinen Scheiß drüber denke? Wen haben wir noch? Vielleicht eine mal, die ihr wirklich kennt. Es sind aus allen möglichen Mythen und Sagen hier Göttinnen zusammengesammelt worden. Und hier, die kennt ihr. Aphrodite. Aphrodite kennt jeder. Die innere Göttin. Obwohl das eben quasi Aphrodite ist einfach ein Sammelsurium von allen Göttinnenaspekten, von allen göttlichen Ansichten, die Aphrodite verkörpert als Sinnbild einer Frau, die sich eben bewusst ist, dass sie ihre innere Göttin in sich erwecken kann und muss, damit sie ein göttliches, was ist denn schon ein göttliches Leben? Wir wissen, was göttliches Essen ist, aber diese kann ein göttliches, deine innere Göttin erschafft dir ein göttliches Leben, also nicht nur ein göttliches Essen, sondern eben alle Aspekte deines Lebens in absoluter, höchster, dich begeisterndster Qualität. Du kannst das, wenn du die Göttin in dir lebst, denkst, fühlst, handelst, dich genauso verhältst. Und das sagt Aphrodite, erwecket die Göttin in dir durch Tanz, Wertschätzung deiner Göttlichkeit und indem du dir Gutes tust.
Und da sind so viele Aspekte drin, drei Aspekte. Tanz. Ja, Tanz ist der Körper, dass du dir erlaubst, dich so zu bewegen, wie es sich anfühlt, wenn die ganze Welt erkennt, dass du ein göttliches Wesen bist. Also, du wirst sicher nicht so laufen oder so tanzen oder dich so verstecken oder so, sondern du wirst stolz im Fluss tanzen, dich bewegen. Nächstes, Wertschätzung deiner eigenen Göttlichkeit. Wertschätzung, all eben diese Aspekte, die mit dem Göttinnensein kommt, Wertschätzung deines Aussehens, Wertschätzung deines Lebens, Wertschätzung deiner Intuition, Wertschätzung deiner Werte. Und zwar nicht dessen, was du im Außen siehst alleine, zuerst dessen, was du im Innen siehst. Und dann siehst du im Außen, was für ein schönes Heim du dir geschaffen hast, was für einen schönen Lebensraum insgesamt du dir geschaffen hast, was für schöne Begegnungen du dir geschaffen hast. Das ist diese innere Wertschätzung, indem du dir Gutes tust. Und hier wird es auch nochmal wichtig, wie tust du dir Gutes? Spa, Massagen, schöne Kleider, gutes Essen, Fitness, Gesundsein, okay. Aber das aller Beste, was du dir antun kannst, was dir am allerbesten tut, wo du dich am allerbesten fühlst, ist, dass du Gutes über dich selber denkst. Dass du über dich selber gute Gedanken hast, dass du gut denkst. Gott ist ja gut, dass du alles aus der Perspektive des göttlichen Guten, dass es für dich in Ordnung ist. Und das ist eins der größten Schwierigkeiten, die wir haben, weil wir tatsächlich nicht gelernt haben, wie es ist, wenn wir bedingungslos gut denken. Manche spirituellen Lehrer sagen, siehe das Geschenk in jedem Drama. Ich sage, jedes Drama ist aus einem energetischen Zustand, nenne es energetischen Aspekt, von mir entstanden, das dominant aktiv war und zwar richtig aktiv. Aktiv heißt, ich bin krass davon überzeugt. Ich glaube es hundertprozentig, ob ich mir dessen bewusst bin oder nicht. Das steht auf einem anderen Platz. Aber wenn ich krass mir bewusst darüber bin, dass ich fehlerhaft bin, dass ich nicht gut genug bin, dass irgendwas an mir abgelehnt oder nicht angenommen werden kann, dann bin ich dominant in diesem Zustand. Und dann bin ich richtig krass überzeugt davon, dass es wahr ist. Und wenn ich richtig krass überzeugt davon bin, dass es wahr ist, dann muss mir im Außen diese Wahrheit gezeigt und demonstriert werden. Dann werde ich Menschen treffen, Situationen kreieren, antreffen, die mir diese Überzeugung bestätigen. Und wenn ich diese Überzeugung im Außen bestätigt sehe, dann heißt es für mich nichts anderes wie, okay, mein dominanter Aspekt, mein dominantes Selbstbild, meine dominante Ansicht entspricht dem da draußen, was ich halt überhaupt nicht will. Und ich möchte dir wirklich ans Herz legen, dass wenn du dieses Prinzip verstehst und vor allem wenn du eine bist, die noch sagt, hast du eine Göttin? Muss ich jetzt nicht unbedingt sein. Dann kann ich dir versprechen, dass du noch ein falsches Göttinnenbild hast. Ja, weil übrigens die Bibel sagt auch, du sollst keine Götter außer mir verehren. Mir. Ich. Neville Goddard sagt, ich, meine Vorstellung, meine Einstellung, meine Überzeugung, meine Ansichten sind Gott. Schöpfung. Manifestation. Alle sind okay mit Manifestation. Manifestation im Außen. Aber ich bin der Manifestor. Ich bin das Manifest. Ich bin tatsächlich der Schöpfer. Ich bin das. Und dass diese Klarheit für dich der Game Changer ist, das kann ich dir versprechen. Weil dann kommst du in diese Bedingungslosigkeit, weil dann erkennst du, dass du
ein energetischer Generator bist. Punkt. Das bist du, weil du das bist. Völlig egal, wo du herkommst, wie du aussiehst. Völlig egal, wie du dich gerade fühlst, in was für einer Lebenssituation du bist. Du bist die Energie, die du generierst mit deinen Gedanken, Ansichten und Rückschlüssen. Und da gibt es keine Bedeutung dahinter, sondern das ist Sein. Du bist es. Das ist Fact. Das ist einfach ein Fact. Und wenn du es nicht gut findest, dann ist das das, was du wissen musst, weil dann kannst du es verändern. Dann kannst du deinen energetischen Zustand verändern. Das heißt, im Leben würde sich das zeigen als dein Selbstbild, dein Lebenskonzept, das, deine ganzen Anschauungen, deine ganzen Überzeugungen sind die Energie, die du generierst und outpusht. Du kannst es verändern. Jede Zeit, jeden Moment. Und mir ist es wichtig, dass die Frauen, die sagen, okay, ich möchte das gerne verändern, okay, es ist mir klar, was du sagst, Patricia, okay, aber kann ich das von heute auf morgen? Theoretisch könntest du es. Aber praktisch, nachdem du hier in deinem Körper, in dieser Welt, die nur drei Dimensionen dir zeigt, bist und du aber ein multidimensionales Wesen bist, dass dein dreidimensional geprägte, fünf Sinne geprägte Welt annehmen kann, glauben kann, dass die energetische Welt, die quasi als Ursache, die hinter dieser Ausprägung auf nur drei Dimensionen steht, dass die multidimensional ist. Dazu musst du deinen Kopf, dein Denken erstmal trainieren. Ein guter Trainingspunkt ist die Manifestation. Aber wenn du nicht weißt, warum Manifestation, wenn du nicht die richtige Intention in die Manifestation trägst, dann wird sich nicht viel und nicht schnell tun. Und je klarer dir die ganze Sache ist, desto schneller geht der Prozess. Das kann ich dir versprechen. Die Frauen, die ich begleite, bei denen geht der Prozess im Vergleich zu dem, wie ich gebraucht habe, so schnell. Für das, was ich sage jetzt mal, für das, was ich alleine, weil ich dieses Wissen noch nicht klar hatte, weil ich die Zusammenhänge noch nicht klar hatte, weil ich immer noch Stück für Stück von dem Puzzle zusammengefasst habe, das ich jetzt hier komplett für dich habe und dir zeigen und präsentieren kann. Das hat für mich mehr als 10 Jahre gebraucht. Und um diesen ganzen kompletten Prozess durchzumachen, brauchen meine Mentees komplett. 1 Jahr Basis. Dann stehen sie da in ihrem göttlichen Selbst. 1 Jahr Basis, dann ist es stabil. Dieses eine Jahr kann für dich das Jahr 2023 sein. Dieses Jahr 2023 kann für dich dieses Jahr sein, wo du um diese Zeit 12 Monate später dastehst und vielleicht mit mir ein Gespräch hast und sagst, Scheiße, genauso wie die Frauen, die ich mentore, die einfach sagen, boah, die Frau, die letztes Jahr hier am Ende des Jahres 2021 stand, die steht nicht mehr hier, die gibt es nicht mehr. Die gibt es nicht mehr, diese Frau. Ich habe mich so verändert, meine Identität, meine Persönlichkeit ist neu. Ich bin neu, ich denke neu und vor allem das Allerschönste, was sich daraus ergibt, ich fühle mich neu. Ich fühle mich, verdammt nochmal, bedingungslos wohl. Ich fühle mich gut, ich fühle mich richtig, ich fühle mich vor allem stabil. Ich habe keine Angst mehr vor irgendwelchen Gegebenheiten, die da draußen passieren könnten. Mir geht's gut, mir geht's so, so, so gut. Ich bin auf zu neuen Ufern, ich bin auf zu neuen Kreationen, ich bin auf zu neuen Schöpfungen.
Und das kann jede Frau jeden Alters. Und ich kann dir nur sagen, insbesondere gibt es für mich die Frau, die vor der Family ist, die vor diesen ganzen Kinderkriegen, Kinder aufstehen ist. Wenn du als diese stabile Frau in deine Family gehst, dann musst du nie wieder Angst haben, dass dein Mann dich verlässt, dass deine Kinder irgendwie missraten, dass du irgendwas nicht handeln kannst, dass du irgendwas nicht meistern kannst, sondern du hast alle Kraft, alle Power, alle Tools in dir und du kannst Mutterschaft, Familienzeit richtig krass genießen. Ja, das ist möglich. Und wenn du nach oder in der Familienzeit noch drin bist, auch dann ist es möglich. Nur musst du diese Reise, diese Göttinnenreise, diese Reise zu deinem wahrhaftigen Divine Design musst du angehen. Und je kompromissloser, geradliniger, all in, committed du für dich selber bist, desto schneller geht's und desto schneller hast du die Resultate. Das kann ich dir 100% versprechen. Und aus diesem Grund habe ich natürlich wahnsinnig tolle Angebote. Ich habe ein absolut bezahlbares 12-Monats-Programm. Auch wenn du den halben Preis verpasst hast, es sind 12.000 Euro für ein ganzes Jahr. Du hast jeden Monat ein Programm von 4 bis 6 Modulen. Das kostet mindestens 1.555 Schweizer Franken, jetzt Euro 1:1. Dieses jeden Monat ein Programm, dann hast du jeden Monat noch einen Gruppencall nur für Fragen und für Antworten und gleichzeitig einen Austausch in der Telegram-Gruppe mit den anderen Frauen. Ein unglaublich hammer Angebot und ich verspreche dir, dass die Frau, die das bucht jetzt, dass die in 12 Monaten um diese Zeit Geschichte ist und zwar gute Geschichte. Weise Geschichte, dass es die Frau ist, die dich dorthin getrieben hat, diesen Schritt zu gehen in dein wahrhaftes, wahres Selbst und dass du diese vergangene Frau, die du nicht mehr bist, anerkennst und liebst und zwar tief, tief gründig. Natürlich kannst du noch anders mit mir arbeiten, du kannst jede einzelne monatliche Masterclass einzeln kaufen, die kostet dann zwischen 1.555 Franken jeden Monat, also Inner Circle 12 Monate, das tut sich absolut ausbezahlen. Es sind Programme drin, die Geld besprechen, deine Haltung, deine göttliche Haltung zu Geld, dann Business, weil mir ist es wichtig, dass Frauen verstehen, dass es in Ordnung ist, genau diese Heilung, die sie in sich tragen, weiterzugeben an andere Frauen und dafür entlohnt zu werden, für diese Arbeit, für diesen Mut und für diesen Einsatz. Es ist immer ein riesengroßes Thema und deswegen ist auch für mich eine Ausbildung, die ich starte, Heile die Heilerin in dir. Ein ganz wichtiges Programm, das sind 3 Monate. Es sind so viele Frauen, die sich noch nicht heil empfinden, die noch meinen, irgendetwas an ihnen ist noch nicht in Ordnung, irgendetwas müsste noch besser oder anders werden, die versuchen, erfolgreich zu werden und sie scheitern halt jedes Mal, weil dieses Unheil in ihnen noch herrscht, ja, und dieses Unheil zeigt sich eben im Außen und beängstigt und es macht Angst und deswegen sind so viele Frauen nicht bereit in ihre Heilerinnenrolle, die wir als Frau per se, als Schöpferin, als Göttin, hier hast du es gelesen in den Karten, die ich gezeigt habe, diese Rolle, die ist da. Und wir sind unser ganzes Leben lang, wollen wir helfen und unterstützen, aber wir haben keine Tools, weil wir immer wieder glauben, wir helfen, wir heilen und unterstützen, indem wir was für andere tatkräftig tun. Und diese Tatkraft vergrößert das Unheil. Und deswegen kann keine Frau als Heilerin wirken, wenn sie ihren inneren Heiler noch nicht geheilt und aktiviert hat. Geht nicht. Kannst du nicht. Du kommst dir immer wieder als irgendein Poser, Imposter, als irgendjemand vor, der du nicht bist. Und deswegen gibt es die Ausbildung zum Inner Healing Practitioner bei mir.
3 Monate ab 1. Februar. Dein Inner Healing, dein Innerstes, deine innere Heilerin, deine göttliche Heilerin, deine Heilergöttin, die muss da sein. Und so fühlt es sich an, wenn du deine innere Heilerin geheilt hast. Und dann kannst du auftreten, stark, stabil. Und dann kannst du all das bewirken, was du eigentlich bewirken willst in deiner Family, in deinem Business und sogar in der ganzen Welt. Und das ist mir so, so wichtig. Es geht hier nicht um eine weibliche Revolution, sondern es geht darum, dass die Frau in dieses Göttinnenprinzip versteht und verkörpert und lebt. Und darauf bauen all meine Coaching- und Mentoring-Programme auf, weil das ist das Einzige, was die Welt verändern kann. Es ist das Einzige, was dich glücklich machen kann. Es ist das Einzige, was dich gesund machen kann. Das ist das Einzige, was dich heilen kann von Trauma, von Ängsten. Das ist das Einzige, was dich aus Abhängigkeiten befreien kann. Es ist das Einzige. Das ist der einzige Weg. Diese innere Heilung, diese innere Energie zu generieren, die im Außen nachher manifestiert. Der einzige Weg geht über das, über dich, über dein Selbst, über dein Selbstkonzept, über deine Ansichten. Es gibt keinen anderen Weg. Jede Frau, die es geschafft hat, ist diesen Weg gegangen. Ob sie dir das jetzt erzählen kann, ob sie sich dessen bewusst ist, ob sie das weiß. Ich kenne viele Frauen, die machen das, weil sie nicht mehr so, soll ich sagen, geprägt sind, programmiert sind. Die machen das, weil sie in einem Umfeld, in einem Mindset hineingeboren worden sind, wo sie sich das nicht holen mussten, sondern wo sie das bekommen haben. Und die meisten von uns haben es eben nicht bekommen, weil es macht Sinn, dass viele da sind, die es sich selber holen müssen. Weil wenn du es dir holst und wenn du es bewusst bist, was du dir geholt hast, wie es wirkt, wie die Energie wirkt, dann kannst du damit arbeiten. Dann bist du stabil, dann kennst du dich aus, dann hast du nicht mehr diese Zufallstreffer. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Wenn es zufällig mal gut läuft, kriegst du dann die Angst, dass es zufällig gleich wieder schlecht läuft. Das will doch niemand, das möchtest du noch nicht. Sondern du möchtest stabil wissen, wie es kann ich sein, wer kann ich, wie kann ich wirken, wie kann ich die Energie in mir generieren, dass mein Leben stabil gut ist. Und zwar in allen Lebensbereichen. Und das kommt von dir, und wenn du das dir erlaubst, so tief zu lernen, dass du es weitergeben kannst, dass du es lehren kannst, dass du als Heilerin wirken kannst, dann ist es wichtig, dass du verstehst, dass du eine Ikone bist. Und das ist mein intensives 1:1 Programm, das heißt die Ikone. Hier geht es um Personal Identity und Branding. 1:1 intensiv, weil so viele sind draußen von euch und versuchen irgendwie selbstständig zu sein und ein Business zu machen, aber sie haben diesen Schritt verpasst. Sie versuchen im Außen Business zu lernen, zu studieren. Klar, habe ich auch, habe ja ein Betriebswirtschaftsstudium, habe als Unternehmensberaterin gearbeitet, im Marketing Quality Management, sogar als Dozentin für Marketing. Klar ist es wichtig, aber ich habe es auch falsch rum gemacht, weil ich halt niemals die war, die mit diesem Wissen, mit diesem Businesswissen erfolgreich war früher, obwohl ich zig Businesse aufgebaut habe. Und sie waren niemals erfolgreich, weil dahinter keine erfolgreiche Frau stand. Ich war sie nicht. Ich war nicht die erfolgreiche Frau. Ich war nach wie vor die Loserin, die von diesen Loser-Eltern aufgezogen worden sind, die so viel Willen und Durchhaltekraft hatte, ein Betriebswirtschaftsstudium abzuschließen mit Prädikatsexamen und die sich durch die Welt geboxt hat. Aber ich war niemals in mir selber diese Frau, diese Identity, die ich jetzt bin. Und der Schritt, wenn er vorher kommt, und du nachher diese ganzen Business Skills anfängst umzusetzen oder neu zu erwerben oder überhaupt zu erwerben, dann sparst du dir so viel Frust. Dieser Frust, den ich mir über Jahre lang eingefahren habe und ein Business und ein Projekt nach dem anderen gestartet und es blieb nur Frust über,
weil ich sogar den Erfolg, den ich hatte, damit nicht sehen, genießen und Freude haben dran konnte. Ja? Ich habe so viele geile Business gemacht und keins hat mich erfreut. Ich habe so viele geile Dinge in meinem Leben erschaffen. Keine hat mich stolz gemacht, weil meine Personal Identity da festgefroren war, wo ich sie von meiner Mutter, von meiner Ahnenlinie energetisch übernommen habe, ohne sie zu hinterfragen, zu durchschauen. Und diese Energetics, die in mir aktiv war, die hat sich natürlich im Außen gezeigt. Und das möchte ich euch ersparen, das müsst ihr nicht haben, dieses Leid und diese Frustration und immer wieder dieses Suchen und zu schauen, wie es geht. Ich habe für euch diese ganzen Prinzipien zusammengefasst. Ich verstehe sie, ich kann sie weiterleiten und vor allem habe ich eine Gabe. Ich kann deine Energetics lesen. Ich kann sie lesen und ich kann dir sagen, was in dir vorgeht und ich kann dir sagen, was du noch nicht weißt über dich, was dich bremst. Und es ist etwas Individuelles. Das ist nicht etwas, was mit Gen Keys oder mit Astrologie zu belegen ist, sondern es ist eine absolut individuelle Prägung, die du energetisch mitgenommen hast, von der du gar nicht bewusst weißt. Und erst wenn du bewusst drüber weißt, kannst du sie transformieren. Und wenn du vor allem bewusst drüber weißt, dass du ein energetisch reines Wesen bist im Ursprung und diese ganzen Energien, die es dir reingespült hat, dazu da sind, dass du es kapierst, dass es dir Energien reingespült hat und dass du sie auflöst. Das ist das Allerwichtigste. Und aus diesem Grund kann ich dir nur ans Herz legen, egal wie, jetzt komme ich zum günstigsten, besten Angebot, das ich habe. Ich habe letztes Jahr so viele geniale Kurse, Mini-Masterminds, Masterclasses gemacht und aufgezeichnet. Ich habe die alle zusammengepackt in den All the Divine Things Pass und der kostet bis morgen noch 31.12. Mitternacht, Silvester, 1111 Franken. Statt, wenn du jedes einzeln kaufst, jede Masterclass, jede Mini-Mastermind, würde das über 4.000 Franken kosten. Und du kannst es hier in diesem Package haben für 1111. Und da ist so viel Wertvolles drin. Und wenn du nur dieses Investment machen kannst, dann wirst du schon sehen, was sich alles transformiert, nur allein auf dieser Basis. Was natürlich viel schneller, viel schöner, viel lustiger ist, wenn du mit einer Gruppe von Frauen, die von mir angeführt wird, das hört sich so dumm an, aber so ist es. Energetische Führerschaft ist etwas, das du dir erlauben darfst, dass du dich da anschließt und diese Reise zu der geilsten und freudigsten und spaßigsten Reise, Erlebnisreise deines Lebens machst. Es gibt alles. Du kannst eine einzige Masterclass kaufen, zum Beispiel I am chosen, da fängt es schon an, ich bin die Auserwählte. Dass du dir überhaupt erlaubst, die Auserwählte zu sein. Wenn du diese Masterclass kaufst, dann heißt es, okay, ich erlaube mir, diesen Gedanken über mich selber zu haben. Ich bin eine auserwählte Frau. Natürlich bin ich auserwählt, sonst wäre ich ja nicht hier. Ich bin auserwählt, um dieses Leben zu leben, um Leben hier zu leben, in den geilsten, höchsten, schönsten Tönen und Facetten. Logisch, jede Frau ist auserwählt. Aber unser Verstand muss dahin trainiert werden und darauf fokussiert sich alles. Und wenn du diese Prinzipien der Energie verstehst, dann brauchst du auch niemanden mehr verzeihen oder so. Du einfach weißt, es sind outgepushte Energien, es sind objektivisierte, zum Objekt gewordene Energien. Ob du das bewusst gemacht hast, das kann, glaube ich, niemals, dass du Dinge bewusst outpusht, Energien bewusst kultivierst, die nicht angenehm und nicht schön sind. Es ist eine Reise des Bewusstseins, und zwar des sich bewusst machen, sich klar machen. Ja, Bewusstsein ist nicht sondern Bewusstsein ist einfach, ist es dir klar? Ist es dir klar? Bist du dir bewusst, wie deine Energien wirken? Bist du dir bewusst, dass deine Gedanken, Annahmen und Überzeugungen, bist du dir bewusst, dass die dein Universum erschaffen, dass dein Universum dein Bewusstsein ist? Bist du dir dessen bewusst? Das ist Bewusstsein. Alles ohne Fluff, alles ohne Om Shanti, alles
einfach so, wie es funktioniert, alles auf funktioneller, energetischer Ebene, das frisst dein Verstand auf Dauer. Das ist wissenschaftlich. Das kann dein Verstand verarbeiten, anwenden und umsetzen, wenn diese Klarheit, diese Basis in deinem Kopf herrscht. Wenn nicht, wirst du dich schwer tun. Du wirst nicht den Weg einer anderen Person stabil durchhalten, so dass du das Ergebnis siehst. Du kannst nur deinen Weg selber kreieren, selber verstehen, die Energie selber sein und dann kannst du stabil dabei bleiben. Dann kannst du stabil durchhalten, dann bist du nicht mehr dieses wankelmütige Wesen, das Angst haben muss, dass im Außen irgendetwas gesagt wird, irgendetwas angemerkt wird oder irgendein Drama passiert oder irgend sonst etwas. Du bist stabil. Und nur wenn du stabil bist, bist du angstfrei. Und nur wenn du angstfrei bist, traust du dich, dein Traumleben zu generieren, kreieren und vor allem zu genießen. Diese ganze Instabilität, diese Abhängigkeit, das will doch keiner und es braucht keiner. Also in diesem Sinne, wenn du Fragen hast, stell sie mir und schau dir die Masterclass wirklich nochmal an. Schau rein, so oft du kannst. Schau und stell dir diese Frage, was möchte ich in 2023? Und ich kann dir sagen, alles, was du möchtest, kannst du in dir selber generieren. Aber der erste Schritt ist diese Klarheit. Der zweite Schritt ist dieses Verständnis über die energetische Wirkweise, über die Energetics von uns als Mensch. Und Schritt 3 ist Kontinuität. Dranbleiben, 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 Commitment, nicht mehr zurück ins Alte, sich keinen Scheiß einreden zu lassen, stabil werden, stabiler und stabiler. Diese Wurzeln in deinem Seinszustand wirklich groß und stark werden zu lassen, dann kannst du anfangen, deine Flügel auszubreiten und anfangen, in das geile Leben zu fliegen, weil du weißt, die Foundation, deine Wurzeln, die halten dich sicher und safe. Du wirst nie etwas tun, was unsicher ist. Du wirst nie zu großes Risiko eingehen. Du wirst es nicht tun. Also schaff dir die Sicherheit, dass du fliegen kannst zu deinen Träumen. Es liegt an dir. Du kannst es jederzeit machen. Und ich war, ist diese Worte, habe ich auch schon 100.000 Mal gehört, als ich noch die Suchende war. Aber jeder hat mir nur einen Lösungsansatz über Bedingungen geliefert. Du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen und so weiter und so fort. Und ich sage dir, nein, du musst nur die sein. Du musst nur die Energie sein. Und wie du diese Energie ausgestaltest, was für einen Lebensraum du dieser Energie gibst, was für ein Aussehen du dieser Energie gibst, ist völlig egal. Es ist völlig egal. Du darfst das entscheiden. Es ist deine Wahl. Und du kannst es jederzeit wieder neu entscheiden. Du kannst deinen Look jederzeit ändern. Aber deine Personal Identity, die muss so sein, dass du sie liebst. Die muss so sein, dass du jeden Morgen aufstehst und einfach nur, ohne darüber nachzudenken, hörst, ich liebe dich. Du bist so ein geniales Wesen. Ich liebe dich so sehr. Verstehst du? Das ist das, wo du dich wohlfühlst. Und das ist das, wo du bei deinem Wohlfühlgefühl angekommen bist. Jede Frau kann das. Jede. Du bist auch eine von denen. Also, wenn ich die Frau bin, die dir diese Klarheit immer wieder vermitteln darf, dich daran erinnern darf, dir helfen darf, die Sachen aufzudecken, zu transformieren, die dich eben noch davon abhalten, schreib mir gerne. Viele meiner Programme sind auf meinem Shop, in meiner Homepage zu kaufen. Die Ikone habe ich nicht aufgeschalten, weil das ist eine ganz persönliche, intensive Zusammenarbeit. Und irgendetwas für dich, für dein Budget habe ich. Frag mich einfach. Bis dann. Tschüss.